Herzlich willkommen zu Gottes Spuren. Betet ohne Unterlass. Diese Aufforderung des heiligen Paulus an die Christen in Thessaloniki hat Johannes Hartl wörtlich genommen. Sein Traum war es, ein Haus zu gründen, in dem 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr gebetet wird. Im Jahr 2011 ist dieser Traum in Augsburg Wirklichkeit geworden. Über die Entstehungsgeschichte des Augsburger Gebetshauses und die wunderbaren Fügungen im Leben von Johannes Hartl möchte ich nun mit ihm reden. Herzlich willkommen, Herr Hartl. Hallo. Welche Rolle hat eigentlich Glaube in Ihrer Kindheit und in Ihrer frühen Jugend gespielt? Hat auch schon eine Rolle gespielt, einfach weil meine Eltern ihrerseits nach einem Bekehrungserleben oder Bekehrungssituation den Glauben mehr und mehr in unsere Familie geholt haben. Aber es hat doch eines ganz besonderen Momentes bedurft, dass es für mich persönlich wirklich von einer ganz existenziellen Bedeutung wurde. Dieser Moment war für Sie selber unerwartet. Wie ist das hergegangen? Ja, das war ganz verrückt. Ich wurde mitgenommen auf eine Konferenz mit vielen jungen Christen und ich war da erst total ablehnend. Ich habe mich so ganz hippiemäßig angezogen und bin hinten immer rumgesessen und war unaufmerksam, weil ich fand es doof, das ganze Fromme und mit dem Jesus und so. Und dann hat es mich aber tatsächlich erwischt. Es gab einen Abend, wo es die Möglichkeit gab, einfach persönlich für sich beten zu lassen. Und irgendwie mehr aus Langeweile heraus habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich da auch mal nach vorne, probiere das mal aus. Und das hat einen unglaublichen Effekt auf mein Herz gehabt. Ich hatte gar nicht vor, irgendwie mich jetzt zu bekehren oder sonst was. War auch nicht psychisch krank, war auch nicht drogenabhängig. Einfach nur, ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Und ich habe dort einfach einem simplen Ding für mich beten lassen und wusste auf einmal mit einer großen Gewissheit und Sicherheit, wirklich, da ist Gott präsent und er fordert eine Antwort von mir. Und das hat mein Leben tatsächlich total auf den Kopf gestellt, wie keine andere Erfahrung eigentlich meines Lebens. Das war eine ganz starke Gotteserfahrung für Sie. Ja. Ihre konkrete Lebensführung haben Sie dann vor allem ein halbes Jahr später geändert. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war ganz toll. Viele Menschen verbinden ja mit Glaube erstmal sowas wie, ich muss irgendwelche Regeln befolgen und darf das nicht und muss das tun. Und tief drin habe ich das auch gedacht. Ich habe gedacht, ja, so muss halt am Sonntag in die Kirche gehen und darf nicht rauchen oder keine Ahnung was. Das Unglaubliche war, dass diese Erfahrung mit Gott ein reines Geschenk war. Die habe ich mir nicht verdient durch irgendwie fromme Leistung, sondern das war so ein frisches und schönes Geschenk, dass ich jetzt gar nicht automatisch gefolgert hätte, okay, jetzt darf ich irgendwas nicht mehr, jetzt muss ich irgendwie anders leben, sondern ich bin wieder nach Hause gekommen und mit meiner gleichen Clique von den gleichen Freunden habe ich das Gleiche weitergemacht wie vorher und habe nur nach ein paar Wochen gemerkt, dass diese Frische und diese Schönheit dieser Begegnung mit Gott anfing so aus meinem Leben wieder zu weichen. Und erst ein halbes Jahr später hat mich jemand auf die Idee gebracht zu sagen, Johannes, du musst jetzt auch eine Entscheidung treffen, wirklich mit Gott zu leben in deinem Alltag. Und ich habe gemerkt, als ich das erst getan habe, hat sich wirklich mein Leben ganz nachhaltig erst verändert, sodass es wirklich auch Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens hatte. Sie haben ja dann einen Vertrag mit Jesus geschlossen. Welche Bereiche umfasste denn dieser Vertrag? Ja, der Vertrag war echt ein Blankoscheck. Das ist eh witzig. Ich weiß gar nicht, wer mich auf die Idee gebracht hatte. Ich habe mir gedacht, ich mache einen Vertrag, wo ich zu Gott sage, okay, ab jetzt gehört dir mein Leben und alles soll sich um dich drehen. Aber dafür, ich will deinen Heiligen Geist, ich will diese Erfahrung deiner Nähe immer haben. Weil Gott war in mein Leben gekommen mit dieser Freude und dieser Power, dass ich nur wusste, das will ich immer. Und ich bin bereit, eigentlich alle Lebensbereiche ihm hinzugeben. Ich hatte noch gar nicht eine Vorstellung, was das jetzt alles genau heißen würde. Und auf welche Bereiche haben sich dann tatsächlich Konsequenzen ergeben? So das Erste, was sich verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich Lust auf Dinge bekam, die ich vorher total langweilig fand und zunehmend weniger Lust auf Dinge hatte, die ich vorher wunderbar fand. Also konkret, ich habe auf einmal Lust bekommen, in der Bibel zu lesen. Ich fand es auf einmal spannend. Ich wollte da mehr rausfinden. Oder ich habe angefangen, christliche Musik anzuhören. Diese Lobpreismusik, das fing an, zu mir zu sprechen. Und gleichzeitig andere Dinge, irgendwie auch ein bestimmter Umgang mit Mädchen, bestimmte Art zu sprechen, bestimmte Art von Witzen. Nicht so, dass ich auf einmal wusste, oh, ich darf das jetzt nicht mehr. Aber ich habe irgendwie gemerkt, hey, passt irgendwie nicht mehr zu mir. Es ging nicht von heute auf morgen, aber es war so eine Entwicklung, die für mich sich angefühlt hat wie eine zunehmende Befreiung, wo ich merkte, das bin ich eigentlich und das bin ich eigentlich nicht und bin ich nicht mehr.
Nach Ihrer Bekehrung haben Sie dann sehr viel und begeistert gebetet und bis heute beten Sie ja jeden Tag 4, 5 Stunden. Was fasziniert Sie eigentlich bis heute so am Gebet? Das Gebet ist für mich in erster Linie nicht was, was ich tun, was ich tun muss oder so, sondern es ist ein Sein, es ist ein Zustand. Gott hat uns alles geschenkt, hat mir alles geschenkt. Jedes Molekül, das ich einatme jetzt gerade, ist ein Geschenk von Gott. Und Gebet ist nichts anderes wie ein Zurückkommen zu dem, der mich gemacht hat, dem ich alles verdanke und der mich liebt. Das ist das Natürlichste, das Vertrauteste, das Echteste, das Schönste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es ein unglaubliches Geheimnis, mit dem Schöpfer des Universums Kontakt haben zu dürfen. Für mich ist es Faszination, Geheimnis, Rätsel, Zauber und alltägliches Glück alles in einem, obwohl es auch schwierige Zeiten darin gibt. Und wie gehen Sie da vor, wenn Sie jetzt sagen, so, jetzt habe ich meine Gebetszeit, jetzt bete ich. Wie beten Sie? Ich bete tatsächlich so, dass ich mich hinsetze in mein Zimmer. Also ich bete teilweise im Gebetshaus, teilweise bei mir zu Hause. Wenn ich bei mir zu Hause bete, setze ich mich auf einen kleinen Knieschemel und versuche erstmal nur da zu sein. Weil ich merke, ich bin in Gedanken oft total woanders. Ich bin überhaupt nicht im Hier und Jetzt. Aber Gott begegnet mir im Hier und Jetzt. Gott begegnet mir nicht in meinen Tagträumen herein oder meine Gedanken an irgendwas, sondern er ist wirklich hier. Das Problem ist nur, ich bin oft nicht hier. Ja? Deswegen nehme ich mir Zeit, erstmal nur da zu sein. Und häufig fange ich dann einfach ganz simpel an, den Namen Jesus auszusprechen. Das ist so eine Gebetspraxis, die es gerade in der orthodoxen Kirche stark gibt, das Jesusgebet. Und aus diesem vertrauten Herz zu Herz kann sich dann alles andere ergeben. Auch wirklich, dass ich ihm konkret meine Sorgen bringe, mein Herz ausschütte, auch zu ihm sage, Jesus, was möchtest du mir für heute sagen? Offen zu werden, was Gott jetzt vielleicht wichtig ist. Und dann gibt es unterschiedliche Abzweigungen. Ich bete nicht nach einer Formel. Es ist nicht wie ein Kochrezept, 2 Eier und 200 Gramm Mehl, sondern es ist ein Herz zu Herz. Es ist ein Dialog, obwohl es oft auch ein schweigender, ein liebender Dialog ist, der Worte nicht immer bedarf. Sie haben sehr viel gebetet in Ihrer Jugend und haben dann eben dann auch gesagt, Sie möchten gerne Mönch oder Einsiedler einmal werden. Später haben Sie dann gemerkt, Sie haben einen sehr guten Draht zu Jugendlichen und haben gesagt, okay, dann werden Sie vielleicht Priester. Ja. Aber 1997 haben Sie sich dann verliebt. Das war nicht geplant in Ihrer Biografie. Nicht geplant. Und Sie kamen in einen gewissen Konflikt rein. Ja. Sie wollten sich ganz Gott hingeben, aber eben auch an eine Frau. Wie sind Sie da aus diesem scheinbaren Dilemma rausgekommen? Also ich glaube erstmal, dass wir tatsächlich zu wenige Vorbilder auch von Ehen haben, wo man weiß, die beiden Menschen schenken sich aneinander, aber sie leben in einer radikalen Jüngerschaft Jesu. Sie gehören ganz dem Herrn. Und für mich war das echt so die Frage, gehöre ich ganz zu Jesus oder heirate ich eine Frau? Und ich habe im Nachhinein erkannt, dass es wirklich überhaupt kein Widerspruch ist. Paulus sagt, Epheser 5, hey, die Männer sollen ihre Frau lieben, wie Christus die Kirche liebt. Was für ein hoher Auftrag. Für mich persönlich hat es einfach ein Jahr gebraucht und dann nochmal 2 Monate, wo ich ein Volontariat in einem Kloster gemacht habe in Israel, von innerem Ringen, bis ich innerlich ein Bewusstsein und eine Gewissheit hatte, ich kann und darf ganz Ja sagen zu diesem Weg. Es ist auch ein Verzicht auf den Zölibat, auch zu sagen, ich kann jetzt nicht einfach nur zu 100% für Gebet leben. Auch das ist ein Verzicht. Aber es ist ein unglaublich schöner Weg des Reifens von Liebe. Und ich kann im Nachhinein sagen, dass es für mich der gesündere und richtigere Weg war und ist. Nachdem es klar war, dass Sie eine Familie gründen wollen, mussten Sie sich auch beruflich umorientieren. Sie haben gesagt, dass Sie Lehrer werden wollen, haben sich dafür entschieden, haben dann Germanistik studiert und auch Religion. Ja. Nebenbei dann auch noch Philosophie und Theologie. Und in Theologie haben Sie dann auch noch eine Promotion gemacht. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie beim Schreiben der Doktorarbeit gewonnen haben? Ich würde sagen 2 oder 3 Sachen. Also das eine ist einfach, für mich war die Beschäftigung mit Naturwissenschaft und mit Philosophie immer so die Frage, wie passt das zusammen mit dem Glauben? Und das erste war für mich die Erkenntnis, auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, ja, alles im Alltag beruht auf einem gewissen Glauben. Es gibt nicht einen völlig neutralen Bereich. Auch der Glaube an die Naturwissenschaften setzt bestimmte Glaubensentscheidungen voraus und deswegen muss ich den Glauben da nicht entschuldigen oder sowas. Zweite Erkenntnis ist, das Leben von Menschen
und auch bis hinein die großen wissenschaftlichen Theorien lebt von zugrunde liegenden Sätzen und zugrunde liegenden Bildern. Ich nenne das auch Metaphern. Und was der Glaube tut, ist, er transformiert, er verändert diese lebensleitenden Bilder. Und das ist nicht in einem Widerspruch zu Naturwissenschaft, dass man sagt, die Gläubigen, die spinnen halt rum und die glauben jetzt an irgendwelche Gespenster. Nein, wir Menschen haben alle lebensleitende Weltbilder. Und der Glaube verändert die und gibt, wie ich glaube, dem Menschen produktive und extrem gute und fruchtbare und wahre Bilder an die Hand. Und das hat Auswirkungen auf unglaublich viele Lebensbereiche. Das waren so zwei Erkenntnisse von dieser meiner Promotionsarbeit. Im Jahr 2003 war es dann Ihnen klar, dass Sie ein Gebetshaus gründen wollen. Sie haben auch schriftliche Aufzeichnungen dazu gemacht. Wie kamen Sie auf die Idee? Es ist so, relativ kurz nach so meiner ersten persönlichen Erfahrung mit Gott hatte ich einfach Sehnsucht, anderen Jugendlichen davon zu erzählen. Und so habe ich einen Jugendgebetskreis gegründet, in der Klasse einfach Leuten erzählt. Und da entstand eine Jugendarbeit draus, eine kleine Jugendbewegung, wo dann 50 und schließlich 100, über 100 Jugendliche kamen. Und ich habe einfach dort in der Jugendarbeit schon gemerkt, dass nichts ohne Gebet läuft. Konkret im Jugendwochenenden gemacht, wegen meiner mit 40, 50 Jugendlichen, und hatten im Hintergrund in einer Kapelle Tag- und Nachtgebet. Haben einfach gemerkt, dass diese Wochenenden signifikant anders waren. Die waren gesegneter, die waren stärker, die waren effektiver. Und eigentlich aus einer Visionierung für diese Jugendarbeit heraus kam die Idee, wie wäre es denn, wenn wir ein Haus hätten, ja, wo wir immer beten könnten. Und das Erste, was ich hatte, war kein Name, noch nicht mal der Name Gebetshaus, sondern war eigentlich dieses Symbol, das wir jetzt auch für das Gebetshaus haben, mit diesem brennenden Herzen. Ich habe ein Haus gezeichnet mit so einem brennenden Herzen drin. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn man so einen Ort hätte, wo das geistlich getragen wird. Und das war tatsächlich 2003 die erste Idee vom Gebetshaus. 2005 ist dann der Keimling gesprossen in München. Wie hat das Gebetshaus damals ausgeschaut? Also 2005 ist wesentlich passiert, dass man